Freunde, heute möchte ich euch mal ein bisschen mein Drohnen-Equipment erklären, das ich schon längere Zeit besitze. Ich bin eigentlich so ein überzeugter Phantom-Fan, habe es aber bisher nur bis zum Phantom 3 geschafft, und der hier jetzt steht, etwas modifiziert. Und ich habe große Freude daran. Besitzt es den Phantom 3 jetzt circa, ja, ich sag mal 3 Jahre, 4 Jahre. Was ich zu dem Phantom sagen kann, ist, dass er ein 3-Wege-Gimbal dran hat mit einer GoPro Hero 3, die bis zu 4K filmt. Ich habe unten noch ein paar Gummipuffer dran gemacht, um diese Aufprallgeschwindigkeit und diese Dämpfung ein bisschen zu geben. Blitzanlage dran, um ihn besser zu erkennen, mit einer FPV-Anlage, die hier verbaut ist, und am dazugehörigen Fernsteuerung habe ich dann ein eingebautes Halterung mit Gurt, um sie am Körper zu befestigen. Und darin befindet sich die zugehörige Fernbedienung für die Phantom 3. Hier oben haben wir einen Monitor, der mit einem externen Akku verbunden wird, und zwei Antennen. Eine Globally-Antenne und eine Richtantenne. Mit diesem Equipment werde ich jetzt hier auf dem schönen Grundstück hier eine Runde drehen, und ich will euch mal mitnehmen, um euch zu zeigen, wie das Verhalten einer Phantom 3, das ja schon fast zu den Oldtimern gehört, wie das so funktioniert. Dann bis gleich. Ja, man sieht, dass hinten ist jetzt grünes Licht, vorne rot. Und rot ist immer die Flugrichtung. Und das Grüne, das zeigt, dass sie Satellitenempfang hat. Im Moment liege ich bei 9, etwas wenig. Fliegen wir nach vorne. Stehen. Gehen wir nach rechts. Indem wir nach rechts drücken, nach links, indem wir nach links drücken. Sie braucht immer ein bisschen zum Ausschweben. Das ist immer ein bisschen, muss man aufpassen, wenn man so Richtung Bäume fliegt, dass man frühzeitig vom Gas weggeht, weil die braucht bestimmt noch so an die 5 Meter, 6 Meter, bis sie zum Stehen kommt. Das sieht man jetzt, wenn ich sie nach vorne gebe und gehe weg, zack. Und da braucht sie noch ein bisschen, um stehen zu bleiben. Ja, man sieht es jetzt ganz genau. Das ist nicht so bei den Drohnen, die heute verkauft werden. Die haben ein kürzerer Bremsweg. Aber bei der Phantom 3, da ist es noch etwas, ja. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, werde ich euch noch mehr Videos präsentieren, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein Like hinterlässt.